Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka, hier geht's weiter mit Phoenix Point und der Verteidigung der Zuflucht SIPA auf Gefahrenstufe Extrem. Das ist das erste Mal, dass wir Extrem haben und wir freuen uns schon wahnsinnig drauf. Und ich habe natürlich falsch gedacht, wieder mal. Wir können natürlich nicht alle Leute mitnehmen, sondern maximal 8. So, wir nehmen alle mit aus Manticore 1. Heavy Anna Dragon, Heavy Pewbacca, beziehungsweise ich wollte noch eine Sache ändern. Und zwar, Anna bleibt mal so. Und weil er so wenig dabei hat, kann aber nicht so viel tragen, geben wir ihm einen Raketenwerfer dazu und trainieren ihn dafür zweimal auf Stärke. Das ist sowieso ganz gut, damit er ein bisschen mehr Gesundheit hat, 200. Und dann würde ich gerne noch eine davon bauen und dafür müssen wir aber irgendwas verschrotten. Zum Beispiel ein Pistolenmagazin. Wie viel brauchen wir dafür? 8 oder sowas? Machen wir das mal. Unsere eigenen Pistolen nehmen wir sowieso kaum mit. So. Und dann packen wir da 2 Raketen rein. Er hat ja auch noch Raketen. Soweit, so gut. Dann nehmen wir Todd mit. Jeremy das Auge nehmen wir mit. Mike Mandroid nehmen wir mit. Der, glaube ich, einfach ein paar Pistolenschüsse zu wenig hat. Können wir nochmal reinladen. Austin Hammerhead kommt auch mit als Normalo sozusagen. Dann nehmen wir Jamie the Jim Lucky als zusätzlichen Heavy auch noch mit. Also wir haben jetzt viele Heavies, um diese panzerbrechende Geschichte eben wegzukriegen. Christopher nehmen wir nicht mit, dafür nehmen wir Rahim mit, weil auch der wiederum mit seinem Hammer gut Rüstung kaputt machen kann. Ich weiß nicht, ob er es überlebt, aber hoffen wir mal drauf. Ah, er hat noch was. Er hat zu wenig Schüsse, ne? Genau, da. Muss noch ein Schuss rein, dann sollte das stimmen. Kannst du noch was tragen? Nee. Okay, und jetzt mache ich eine Sache, weil ich habe gerade das schon mal aufgenommen und genau das gleiche gemacht, was ich jetzt gemacht habe und dann auf Start gedrückt. Aber jedes Mal, wenn man in die Ausrüstung reingeht und dann wieder raus, setzt er die Haken wieder um. Total bekloppt. Also so und so, ne? Und wenn ich jetzt hier irgendwo reingehe und sage, ah ja, ich wollte dem noch was geben, dann gehe ich wieder raus, dann ist das wieder falsch. Ich habe schon ein Stück reingespielt und merkte dann, was soll ich denn mit dem Feuerwehrmann jetzt hier auf einmal? So, also die 8 will ich mitnehmen und los geht's. Und ich hoffe, dass diese Menge an Granaten, Raketen und Granatwerfern uns jetzt einen kleinen Vorteil verschaffen wird. Im Gegensatz zu vorher zumindest. Oh, da kommen als erstes kommen Grummelgeräusche von Monstern. Das scheint schwierig zu werden. Ist ja noch nie passiert, dass vor dem Anflug schon die Monster Sounds gemacht haben. Oh, aber wir sehen auch direkt 2. Moment, also wir gucken uns erstmal um. Wir stehen hier vor einem schönen Synedrion-Gebilde wieder. Hübsch ist es. Das müssen wir wahrscheinlich beschützen, Schlüsseleinrichtung. Das ist das, was wir beschützen müssen. So, und wir sehen 2 Feinde. Hier haben wir schon mal einen unserer lieben Wurmschmeißer, wahrscheinlich. Giftwürmer. Das sind nicht die gleichen, oder? Hießen die Giftwürmer? Auf jeden Fall Würmer. 740 Trefferpunkte, auch hier wieder ordentlich Rüstung. 40, 20, 20, 20. Na gut. Der steht schon direkt mal zu unserer Linken. Und ja. Und so ein schönes Gerät. Ein Skiller. Ein hausgroßer Skiller. Trefferpunkte locker mal 1050. Willenskraft 30. Er kann Nebel verschießen. Er kann Schreischallwellen verschicken. Über seinen Schallkopf. Und er hat 3 Blasterkanonen mit Stoß 80, Zerfetzen 30, Explosion 10.
Rüstung 60 auf dem Panzer, 40 an den Armen, 30 am Kopf, 30 an den Beinen. Also unsere Standard-Lasergewehre können da drauf feuern, so viel sie wollen, da passiert überhaupt nichts. Lustig finde ich, dass er hier 201 Trefferpunkte hat. Keine Ahnung, wo die 1 herkommt. Wetten, dass wegen dieser 1 wir irgendeinen Mann verlieren, aber gut. Dann kann er, Ausbruch. Bei Eintritt des Todes werden zahlreiche kleine Kreaturen freigesetzt. Sehr schön. Fähigkeit Schaltstoß, verursache einen Schaltstoß in einem fächerförmigen Bereich. Die Ziele verwirrt, wenn der Explosionswert größer ist als die Willenskraftpunkte der Ziele. Und das finde ich besonders schön, den Monstersprung. Spring zum gewünschten Zielpunkt und zerstöre dabei alles, an dem du vorbeikommst. Das ist eine Fähigkeit, die will ich sehen, beziehungsweise eher nicht. Das heißt, er kann irgendwo hinspringen und dann sind alle tot, die in der Nähe sind. Stimmt das? Schauen wir mal. Also, ich gebe zu, ich habe das Ding ja schon gesehen, weil, wie gesagt, ich habe es einmal gestartet und da habe ich die falschen Leute dabei. Da hat man es auch schon direkt gesehen. Ich muss allerdings sagen, dass ich jetzt ein bisschen überrascht bin, denn beim letzten Mal habe ich es gestartet und stand auf dem Dach. Jetzt stehe ich hier unten. Gut, das Teil da hinten ist noch relativ weit weg. Wird wahrscheinlich schnell genug wieder herkommen, aber ich würde jetzt mal vielleicht versuchen, das ist ja relativ groß, das Ding, dass wir es schaffen, hier in der ersten Runde das gleich zu erlegen. Versuchen zumindest. So, dazu bräuchten wir auf jeden Fall mal Granaten, damit die Panzerung weggeht. Wie weit kommen denn unsere Granaten? Natürlich nicht ran. Anna kann aber sprinten. Anna kann näher ran sprinten und eine Granate verschießen. Der andere Heavy hier könnte nicht sprinten. Der kann natürlich fliegen oder eine Rakete verschießen. Wie weit gehen die Raketen? Gehen die nicht weiter? Auch nicht weiter. Aber Raketen kosten nur einen. Deswegen ist das auf jeden Fall möglich. Auch wenn es natürlich geil wäre, wenn wir mit dem Heavy auch mal drauf feuern könnten. Und den Nahkämpfer könnten wir schon mal irgendwie... Wo geht's denn nach oben? Beziehungsweise ein Nahkämpfer muss nicht notgedrungen nach oben, aber... So, Todd kann auch sprinten, theoretisch. Dann sprinten wir doch mit Todd nach vorne, beziehungsweise um dann mit ihm eine Granate zu schießen. Wenn es denn reicht... Wird trotzdem eng werden. Hierhin. Ich hoffe, das reicht. Sonst verballern wir hier Willenskraftpunkte. Aber gut, wir müssen es versuchen. Weil wir dann eventuell mit Anna... Es reicht, sehr gut. Weil wir dann eventuell mit Anna... mit der Hellgun da drauf feuern können. Jetzt muss ich noch einmal gucken. Vielleicht machen wir auch das. Denn dann haben wir Explosivgeschosse. Ach, das hätten wir ja vorhin schon machen können. Da hätten wir nicht rennen müssen. Reichweite erhöht sich um 50%. Auf jeden Fall um 1 reduziert. Dann könnten wir jetzt 2 Granaten schießen. Wäre er allerdings willenskraftmäßig völlig runter. Gibt es hier irgendwo Willenskraft? Irgendwo ein weißer Willenskraftbereich hier. Da hinten. Hier gibt es einen. Ansonsten sieht es schlecht aus mit Willenskraft. Hier nicht, da nicht. Hier nicht. Oh Mann. Na gut, müssen wir ganz nach oben, um Willenskraft zurückzukriegen. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt nochmal mit einem. Oder vielleicht feuern wir einfach noch viel mehr auf ihn. Aber Anna hat das nicht, ne? Moment, Anna. Nee, du
Du hast das natürlich nicht. Ready for action. Standing by. 6. Du hast jetzt nur noch 5. Wenn wir ihm jetzt die 5 noch wegnehmen für das Ding. Nee, komm. Wir schießen jetzt mit der Granate da drauf. Und hoffen mal auf eine schöne Explosion. 52 Schaden minus 16 Rüstung. Nicht so schlecht. So. Dann bitte mal in Deckung. Repositioning. Da friert das Spiel schon wieder ein. Interessanterweise wird es immer schlimmer, wenn ich das länger spiele. Ja, ich darf das nicht. Ich darf, muss nach jeder Folge eigentlich einmal aufhören. So. Den Nahkämpfer. Kriegen wir jetzt nicht so weit, dass er da hinten draufhauen kann. Der ist wahrscheinlich auch eher für den dann, wobei es auch komisch aussieht, aber vielleicht stellen wir den mal hier irgendwo hin, ins Eck. Gucken mal, ob noch andere Gegner auftauchen. Na, da ist noch einer, okay. Kriegen wir dich jetzt noch besser weg? Stellen wir dich mal da rein. Okay. Das ist vielleicht was für die Sniper dann. Und gut, so ein paar Würmer kriegen wir im Notfall vielleicht auch nochmal weg. Trotzdem sollte Anna wahrscheinlich sprinten und auch nochmal eine Granate schießen. Wie viel ist denn jetzt da weggegangen? 4 und 4 am Bein. Gut, 4 am Bein auf 16 runter ist gar nicht so übel eigentlich, weil das heißt, dass wir durchaus mit einem anderen, mit so einem Gauss-Gewehr zum Beispiel, da ordentlich schießen können. Du kannst sogar ihn treffen gerade. Also so machen wir das natürlich nicht, aber das würde aber nicht so viel bringen, weil auch da ist nur auf dem Bein würde das wirklich was bringen. Du kannst von hier sowohl eine Rakete als auch den anderen auf ihn schießen. Weiß allerdings nicht, ob das ausreicht von... Aber das probieren wir mal. Oder Moment, Explosionsstoß. Nee, du hast eine Rakete, keine Granate. Du kannst aber auch fliegen. Moment, alles der Reihe nach. So, Jeremy könnte darüber gehen. Der kann natürlich auch sprinten, das blinkt aber jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel. Deswegen gehen wir dahin und schießen dem. Oh Gott, ey, der ist auch echt fett. Aufs Bein, 90 Schaden. Okay. Hier wahrscheinlich sprinten. Ach, wir müssen den auch weghauen. Aber eins der Reihe nach, ne? Wobei Würmer kriegen wir weg. Okay, Anna. Kannst du mit der Granate auf den anderen feuern? Von hier? Nicht ganz, aber vielleicht mit einem Schritt nach vorne sehr wohl. Und mit dem Sprint sowieso. Wir könnten dich also sprinten lassen und dann auf den feuern. Die stehen leider zu nah aneinander. Zu weit auseinander. Sprinten oder gehen? Gehen könnte auch reichen. Stehst du allerdings total offen. What's our move? Warum kannst du jetzt von hier nicht schießen, sondern nur von da kannst du schießen? Schnelles Zielen würde uns jetzt auch nichts mehr bringen. Aber die Frage ist, wollen wir nur den einen bekämpfen oder jetzt doch lieber den anderen? Der eine oder der andere?
So, du könntest zwei nach vorne gehen und zwei Raketen schießen. Soweit es geht, einfach nach vorne. Auch wenn du da blöd stehst. Reicht das dann eventuell mit den Raketen? Ja, nur auf ihn da hinten. Nur auf ihn da hinten. Aber gut, zwei nach vorne. Oder wir probieren es erstmal mit einem. Nee, das sind ja schon zwei. Das sollte eigentlich ja das gut genug verkürzen. Oder hierhin. Hierhin. Eins, zwei. Kannst du nicht noch da hinstellen? Ich hoffe, das reicht. Für ihn reicht's. Für ihn nicht. Wie gut wärst du mit der dicken Gun? Achso, das könnten wir sowieso nicht mehr machen. Dann gerne Rakete auf ihn. Ausrüstungsschaden, 70 Schaden und noch eine Rüstung kaputt. Ach ja, das können wir nur einmal machen pro Runde. So, eventuell noch mal ein Stück weg. Dann Enna, wahrscheinlich auch Sprinten und Rakete. Für dich reicht das auch nicht hier. Oder vielleicht gerade so? Ich glaube nicht. Ach, Himmel. Dich müssen wir fliegen lassen, glaube ich. Vielleicht sollten wir uns jetzt tatsächlich auf den Mann auf der rechten Seite konzentrieren. Auf den Atron meine ich. Der wird uns wahrscheinlich mehr. Ach Mann. Geht das da durch oder geht es da nicht durch? Wir gehen davon aus, dass es durchgeht. 94 Schaden, das hat funktioniert. Wenn auch nicht ganz so gut, wie wir das uns hätten träumen können. So, du könntest jetzt hierhin sprinten. Das machst du einfach direkt. Und hoffentlich den da jetzt erlegen. Das muss halt klappen, ne? Also es sind immer nur 10 Schaden. Das Bein ist am besten. Aber da muss man auch hintreffen. 64 Schaden, nicht schlecht. Atron hat nur noch 12 Punkte. Wie stark blutet er? 10. Na gut, aber wir kriegen ihn weg. Mit einem zweiten Schuss von ihm. Ready to fire. Mal ganz kurz gucken, was das bei ihm bringt. Es eh nichts, ne, da drauf zu schießen. Nicht wirklich. Doch, der Kopf ist ziemlich weg. 4 mal 40 sind 160 mögliche Punkte. Aber gut, der Kopf. Dich wollten wir fliegen lassen. Wen haben wir noch? Dann ist nur noch. Dich können wir auch fliegen lassen. Aber wohin? Nach oben vielleicht sogar schon. Oder? Das hieße dann, der ist weg. Der wird seine Würmer verschießen. Was der da hinten macht, keine Ahnung. Du könntest noch einen Schritt zur Seite gehen, im besten einfach hierhin vielleicht. Okay, du kannst ja auch noch weitergehen. Theoretisch kannst du hier reingehen, beziehungsweise wo geht's hoch? Wo geht's nach oben? Hier durch. Ah, tatsächlich über die Treppe hier geht's nach oben. Ich befürchte, dass hier auch alles voll ist von Leuten. Hier hoch geht es nur da ganz hinten lang. Quatsch, du musst ja auch noch mal schießen. So, wir bringen jetzt erstmal den da hinten um. Hoffentlich. Nein, das kann nicht sein.
Das kann doch nicht sein. Ach. Na gut, bei so viel Glück. Bei so viel Glück kann man natürlich jetzt nicht so viel tun. Das heißt, wir probieren jetzt mit der dicken Wumme, den da hinten wegzuschießen, weil... Also... Komm schon. Auch daneben. Kannst du das? Wahrscheinlich auch gar nicht eigentlich. Aber wir probieren das jetzt mit Glück. Irgendwann müssen wir doch einmal Glück haben. Dankeschön. Immerhin. Ein paar Schüsse zu viel. So, 5 ungefähr zu viel. Aber so ist das jetzt. So, bring uns die Würmer. Beziehungsweise da kommen natürlich noch mehr. Was macht er? Alter, okay. Das Haus ist schon mal nicht mehr so schön. Und da kommen die Würmer. 3 davon diesmal. Er darf noch einmal schießen, das ist gut. Das sind tatsächlich andere Würmer. Giftig sind sie. Oh. Der steht jetzt direkt vor unserem Heavy. Das ist, Quatsch, vor unserem Nahkämpfer hier vorne. Das ist ja aber vielleicht... Und da steht aber auch noch einer. Okay, wir haben 3 Würmer. 3 Würmer, die ja eigentlich mit Pistolenschüssen ganz gut erledigt werden könnten. Könnten, müssten. Wir könnten noch eine Rakete schießen. Theoretisch. Wir können mit dem Nahkämpfer den Mann schlagen. Dieses Ding ist ja nicht zu fassen eigentlich. So, du kannst 2 Würmer kriegen. Ansonsten kannst du leider keinen sehen, Jeremy. Aber wir könnten dich rennen lassen nach einem Wurm, theoretisch. Und dann nochmal einmal mit der Fernschütz... Du kannst alle 3 Würmer sehen. Mike Mandroid kann alle 3 Würmer sehen. Jetzt nicht mehr. Stand da nicht gerade, dass du alle 3 Würmer sehen kannst? Nee, jetzt offensichtlich doch nicht. Da gibt es noch einen dahinter. 1, 2, aber natürlich könnten wir das jetzt machen. Wir können jetzt sagen, ein Schuss, 2 Schüsse, dann hier hinlaufen und den 3. erlegen. Dann stehen wir offen für den da. Was hat der eigentlich? Zumindest keinen Granatwerfer, aber diese Maschinenpistolen sind auch richtig knackig. Aber ich glaube, das machen wir mal mit ihm. Wir können ja einmal gucken, was die... Nee, nicht abfeuern. Jetzt sind es wieder alle 3. Mit dem Scharfschützengewehr kriegst du alle 3, aber mit der Pistole nicht. Na gut. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Na gut, aber die Würmer müssen weg. Die Würmer müssen jetzt weg. Dann fangen wir mal an mit der 1. Machen wir weiter mit der... Ne, Moment, da können wir vielleicht noch ein Stück hingehen. Wir können jetzt einen... Wir könnten hier hingehen. Da stehen wir echt sehr in der Mitte. Und angeblich können wir von da auch... Achso, nee, der Wurm ist ja schon tot. Hier hin und dann die beiden anderen Würmer erledigen. Oder hier hin. Ich weiß nicht, was der mit uns macht gleich. Aber freuen wir uns einfach drauf, was er mit uns macht, denn es ist ja immer schön, neue Sachen zu erkennen. So, bitte nicht daneben schießen. Und das wird jetzt natürlich eng.
Aber es hat funktioniert. Okay. Hast du noch einen Schritt, den du zur Seite machen kannst? Nein. Okay, Austin Hammerhead. Ich lasse jetzt erstmal dich auf den draufschlagen. Und zwar wahrscheinlich sogar von... Macht das einen Unterschied, von wo ich da drauf haue? Bestimmt. Aber wenn wir jetzt außen rum laufen... Wir könnten bis hier laufen vielleicht. Und draufschlagen. Mit Zerfetzungsrüstungsbruch. Dann haben wir... raus hier. Obwohl, bis da haben wir nur einen. Dann draufschlagen. Oder hierhin einen draufschlagen und wieder weg. Ist wahrscheinlich am besten. Okay, Rüstungsbruch. Dahin. Und hit him. ...148,70 Ausrüstung. Ja. Könnten nochmal draufhämmern jetzt. 92 hat er noch. Der Kopf ist deaktiviert, aber ansonsten sind die ganzen Sachen noch intakt. Das ist ein bisschen doof. Denn das heißt, dass wir jetzt nicht so gut auf ihn feuern können wahrscheinlich, ne? Darf ich das mal kurz sehen? Ja, nee, das bringt gar nichts. Der Kopf ist dahinter immer noch völlig... Na gut, wenn wir jetzt nochmal draufhauen, dann, dann steht er da, ne? Using... Wie gut kannst du auf ihn schießen? Zooming in. Auch nur ein Panzer. Maschinengewehr kaputt machen, ja. Bein eventuell, aber so richtig wegkriegen wir ihn da nicht. Auf das Ding können wir... Oh, das ist groß, ja. Fruchtbarer Hinterleib, den können wir quasi gar nicht kaputt kriegen. Ne, der kann da überhaupt nichts machen. Da ist die Chance ein bisschen größer. Aber vielleicht, ich weiß nicht, beim vorletzten, wann war das? In unserem glorreichen Basisangriff, im Bauangriff, hat das Ding irgendwann aufgehört mit den Feuerwürmern. Ich weiß nicht, wie lange die Würmer schicken. Das scheint nicht zu gehen. Wir können natürlich auch, wenn wir auf den draufhauen, dann ist der wahrscheinlich auch weg. Dann machen wir das vielleicht. Vielleicht auch nur mit einer Granate. Was hast du? Granate hättest du. Wie weit geht die? Die geht bis ran. Pass auf, dann zieh dich doch zurück wieder hierhin, bitte. Du wirfst die Granate. Panik verursachen. Wenn du die Granate wirfst, kannst du allerdings nur noch... Tja, naja. Du wirfst die Granate. Schaden minus 6 Rüstung und dann kannst du noch eine Rakete schießen. Entweder auf ihn nochmal. Ach, du kommst da nicht hin. Aber du kannst auch noch ein Stück laufen. Könntest du auch auf ihn schießen? Irgendwie, irgendwas war gerade da, oder? Da geht's hin. Das macht aber überhaupt keinen Schaden, lustigerweise. Ah, da, so ein Millimeter. So ein Millimeter geht da weg. Wie süß. Machen wir mal.
Oder explodierst du? Ach! Zeig's mir doch an. Zeig's mir doch an. Warum zeigst du es mir nicht an? Geh doch nicht davon aus, dass ich so klug bin, da selbst nachzugucken, bitte. Na gut. So, damit sollte das hier doch möglich sein. Moment, wer kann ihn noch kriegen? Jeremy sieht gerade gar nichts. Du kriegst den ganz großen vielleicht mit der Heavy Gun. Das glaube ich nicht. Das heißt, du fliegst mal. Channel open. Wenn nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, kannst du jetzt mit deiner... Nee, das Schild ist 3 kaputt gegangen. 3. Wenn wir den Arm so ein paar Mal treffen, dann ja. Ansonsten keine Chance. Okay, dann bitte Jeremy so hinstellen, dass du den da hinten am Bein treffen kannst. Hier vielleicht. Oh, das kann auch daneben gehen. Arm sieht sogar besser aus, oder? Ach so, warte mal. Panzer ist auch... Nee, das Schild dürfen wir nicht treffen. Panzer würde noch gehen, gerade so. Probieren wir es hier. Arm, Panzer, ja, Arm im Idealfall. Könnte aber auch daneben gehen, wie gesagt. Sehr gut. Okay, okay, okay. So, das heißt, du könntest vielleicht auf den schießen, wenn das geht, mit 2. Auf ihn bringt, glaube ich, nichts, oder? Und den müssen wir uns gleich kümmern. Also, viel Chancen sind da nicht, aber vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, dass wir den noch weiter in der Rüstung runterkriegen. Allerdings dürfen wir auch nicht vergessen, nicht, dass wir alles verschießen, weil der muss auch in der Rüstung deutlich runter. Andere Option ist, wir fliegen jetzt mit den beiden Heavies hier oben drauf. Einer hier, einer hier. Dann hätten wir nur noch dich hier, genau. Und du könntest noch. Okay. Wenn du die Granate schießt, kannst du dann noch schießen. Du stehst natürlich genau hier. Okay. Dann würde es Sinn machen, dass du dich nicht dahin stellst, wahrscheinlich. Wobei, vielleicht können wir es auch sehen. Nee, du kannst du bitte einmal zeigen. Och Mann, Spiel, wirklich. Muss man dich neu starten? Was packst du denn in den RAM-Speicher oder wohin? So, das geht. Ich wollte gucken, wo das dran lang geht. Hier an der Kante. Ist es genau der eine da? Oder... Na, der dreht sich auch immer, ne? Da! Das ist ja auch krass. Okay, der dreht sich in der Animation und dann kann man ja woanders hinschießen. Das habe ich noch gar nicht geschnallt. Das macht Sinn. Das macht auf jeden Fall Sinn für uns, daran zu denken. Okay, also du kannst da direkt drüber. Dann schauen wir nochmal hier. Das heißt, genau da ist ungünstig und da ist auch jeweils ungünstig eigentlich. Och. Dann bewegen wir uns hier hin und hoffen auf... Und da hinten ist noch einer. Hm. Dann stelle ich mich trotzdem jetzt hier hin. Schicke die Granate auf den guten Mann. Sehr
56 minus 12 Rüstung. Und jetzt schießt du zweimal auf den da hinten. Kopf ist 0. Alles andere, naja. 28 Schaden. 90 Schaden, deaktiviertes Bein, immerhin. Und ihr beide, ich meine, man könnte auch einen hier hinfliegen lassen. Sind die dann zu einsam hier? Einer hierhin. Okay. Ich stelle ihn auch gleich nach vorne, doch. Und der andere. Nee, du kannst nicht mehr. Du musst da, glaube ich, stehen bleiben. Und du könntest jetzt hier hin. Stellen wir dich mal da. Stellen wir dich. Du kannst ja eh nur einmal schießen. Stellen wir dich erstmal nach hinten hier. Okay. Da bleibst du stehen. Wer kommt? Was macht der eigentlich? Alter! Ist jetzt unser Soldat darunter? Ah! Okay, Nebelwerfer. Ich dachte, das wären. Und die nächsten Feuerwürmer. Giftwürmer sind's. Die kommen zu ihm nach oben. Das ist natürlich fies. Aber er darf schießen. Sehr gut. 208 Schaden. Deaktivierter Rumpf. Und er steht noch oben. Ich hatte Angst, dass er... Minus 2 Willenskraftpunkte. Ach, die paniken hier im Nebel dann, ja? Verstehe. Verstehe, verstehe. Du hast dich gar nicht bewegt, so wie ich das gesehen habe. Na gut. Ein schönes, großes Monstrum steht vor uns, aber es steht direkt vor uns immerhin. Wenn wir da mal drauf gucken, dann ist das ein komisches Bild, aber irgendwie können wir es zumindest treffen. Noch bin ich guter Dinge. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht bei der Verteidigung der Zuflucht gegen ein neues, schönes Monster, einen Skillar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.